Du hast wahrscheinlich das Video angeklickt, weil du vermutlich Entzündungen im Körper hast. Sei es eine Blasenentzündung, wobei für Blasenentzündungen werde ich nochmal ein extra Video machen, weil das nochmal viel komplexer ist. Aber du hast zum Beispiel jegliche Arten von Entzündungen in deinem Körper, egal was es ist. Da bist du bei dem Video richtig. Fangen wir an. Es wird ein kurzes Video und natürlich wie immer im Intro, ich kann euch nichts empfehlen, denn jegliche Heilempfehlungen sind in Deutschland untersagt. Das ist gesetzeswidrig. Ich kann dir nur sagen, was ich machen würde. Also was sind eigentlich Entzündungen? Und ganz kurz erklärt, in jedem Wort, wo ein Itis drin ist, sind Entzündungen gemeint. Also zum Beispiel Arthritis. Wenn du irgendeine Entzündung hast mit Itis, was endet, dann könntest du auf jeden Fall das Video weiterschauen. Das könnte dir helfen. Also ich würde zwei Sachen hochdosieren. Erstens Omega-3 und zweitens Kurkumin. Gehen wir mal erstmal auf Omega-3 ein. Also unser Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis ist eigentlich die reinste Katastrophe. Wir haben ungefähr ein Verhältnis von 15 zu 1. Aber ein gutes Verhältnis bzw. ein gutes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis ist ungefähr 1 zu 1. Bei 15 zu 1, da seht ihr, da sind wir ganz weit davon entfernt. Aber woher kommt das Ganze jetzt? Die Sache ist, wir essen viel zu selten Fisch. Natürlich kann ich nicht wissen, was jeder einzelne von euch isst, aber wir müssten normalerweise, um ein gutes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis zu haben, jeden zweiten Tag Wildfangfisch essen. Der Fisch, den wir verzehren, müsste auch noch Algen fressen. Das ist diese Art von Fisch, die wir eigentlich zu uns nehmen müssten, damit wir ein gutes Verhältnis haben, also ein gutes Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis. Also, jetzt keine Empfehlung, nur was ich machen würde. Ich würde morgens und abends 4 Kapseln Omega-3 einnehmen. Und zwar die Kapseln, die ich euch jetzt hier einblende. Warum diese Kapseln? Warum nicht andere von einem anderen Hersteller? Weil die Kapseln haben noch Astaxanthin. Das ist nochmal ein Stoff, was nochmal entgiftet. Das ist nochmal antioxidativ nämlich. Und mit Vitamin E zugesetzt. Deswegen würde ich das einnehmen, morgens 4 und abends 4. Das nächste Präparat, was ich einnehmen würde, wie ich schon vorhin gesagt habe, ist Kurkumin. Kurkumin ist extrem entzündungshemmend, ist auch gut für Arthritis und bei Schmerzen. Ich würde das Ganze sehr hoch dosieren. Auf der Verpackung, wenn ich mich nicht täusche, steht drauf, dass man eine Kapsel alle 3 Tage einnehmen würde. Ich persönlich würde, wenn ich eine Entzündung habe, mindestens 3 Kapseln am Tag einnehmen. Das ist auf jeden Fall, was ich machen würde. Natürlich müssen wir auch noch andere Faktoren berücksichtigen, zum Beispiel Zucker. Wir sollten darauf achten, weniger Zucker aufzunehmen, weil Zucker fördert auch neben Krebszellen auch nämlich die Entzündungen. Das heißt, wenn du weiterhin viel Zucker zu dir aufnimmst, dann tust du den Entzündungen nichts Gutes. Im Gegenteil, dann würdest du auf jeden Fall den Entzündungen nochmal beisteuern, dass sie mehr und mehr entzünden würden. Des Weiteren natürlich das ganze Schema, Vitaminhaushalt, Hormonhaushalt prüfen lassen, das gut abgedeckt sein. Aber speziell was Entzündungen angeht, würde ich die eben erwähnten Sachen machen und so einnehmen. Es war ein gutes Video. Es kommt wie gesagt nochmal ein Video speziell für die Blasenentzündung, weil es nochmal ein bisschen komplexer ist. Und ich hoffe, ich konnte dir helfen. Schreib mir gerne in den Kommentaren, wenn du das hast und gemacht hast, was es bei dir bewirkt hat. Und ja, das würde ich auf jeden Fall machen. Wie gesagt, keine Empfehlung. Aber trink 5 Liter Cola und geh McDonald's essen. Das ist gar kein Problem. Das kann ich dir nämlich empfehlen, ohne weitere Probleme zu bekommen. Also, in dem Sinne, das war Yoselo. Mach's gut. Bis dann. Bis zum nächsten Video. Ciao.